Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer gemütlichen Runde Grounded. So, eins muss man Grounded ja wirklich lassen. Also bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang der Flair und wie das Ganze aussieht, himmlisch. Gefällt mir richtig gut. So, nichtsdestotrotz, wir haben ja heute richtig Großes vor. Wir haben alle Komponenten zusammen für den Blasenhelm, denn wir wollen heute das Teichlabor erkunden. Und dafür müssen wir nur noch den Blasenhelm herstellen. Und ausrüsten. So, das wäre getan. Das packen wir weg. Das kommt rein. Das kann auch weg. Müssten wir bei Gelegenheit mal wieder reparieren. Die Rüstung sieht nicht mehr allzu schick aus. So, dann können wir noch einmal Fleisch auf den Grill schmeißen. Perfekt. Das kann einmal durchrüsten. Achso, Lampe. Die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Müssen wir noch irgendwas mitnehmen? Ansonsten sind wir eigentlich gut ausgestattet. Ich weiß nicht, wenn wir ins Labor gehen, werden wir ja bestimmt einiges mitnehmen können. Obwohl, den Speer nehmen wir besser mit. Die Pfeile... Oh. Die können wir aber rausnehmen. Das brauchen wir auch nicht unbedingt. Jetzt haben wir noch die Axt, die Ameisenkeule. Der Bogen, der kann auch noch weg. So, und damit bleibt uns jetzt nur noch Nahrung. Sollte reichen. Nahrung, Lampe. Gut, dann wollen wir uns mal badefertig anziehen. Mann, sehen wir schick aus. Wunderbar. Dann nehmen wir noch die Lampe mit. Und den Rest haben wir ja schon zugeordnet. Können wir ja den Speer für alle Fälle, den packen wir auf 4. So, dann wollen wir... Oh. Dann wollen wir mal gucken, wo ist denn der Guppi? Ja, gut, ist jetzt Dämmerung, nicht allzu viel zu sehen. Aber den Koi können wir halt auch nicht sehen. Das ist schon mal gut. So, ich glaube, die großen Blasen, die waren, wenn mich nicht alles täuscht, von dem Schlauch, zu dem wir hinwollen. Ist das hier schon die Höhle? Okay, wir haben jetzt 160 Sekunden. Ja, der T-Rex ist da. Wir haben jetzt 160 Sekunden Zeit. Schwimmen wir langsamer, wenn wir eine Hand festhalten? Ja, hier drunter ist noch eine Kiste. Da brauche ich noch den Schlüssel. Oder hier hinter. Oh. Runter. Ah, jetzt haben wir keine Schaufel mit. Oh, und noch ein Knochen. Und wir haben immer noch keine Schaufel mit. Das ist jetzt aber ärgerlich gelaufen. Eine Schuppe. Oh, jetzt, wo wir es nicht brauchen für den Helm. Da finden wir alles. Aber da hätten wir bestimmt andere coole Sachen mitbauen können. Noch mehr Knochen. So. Was ist das hier für eine Kiste? Achso, das ist nur so ein Rolli. Gut, wo war denn hier? Hier war ja irgendwo... Da. Da ist Science. Pure Wissenschaft. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Seitenseil? Achso, das war auf der hinteren Seite vom Regal, was ich eben gesehen habe. Hier haben wir... oh Gott. Hier haben wir noch mal ein bisschen Knochen, Schuppen. Ruderwanzenflossen. Ich würde sagen, wir machen mal die Tür auf. Ich hoffe, dass da drin Luft ist. Ansonsten müssten wir jetzt schon einmal zurückschwimmen und Luft holen, ne? Da haben wir ein kleines Atemproblem. Okay, wir nehmen den Dolch in die Hand. Ja, Luft haben wir hier. Okay, und hier vorne erwartet uns gar nichts. Das ist schon mal gut. Erstmal wird hier gebunkert, ja. Erstmal wird... Hier wird jetzt Grabraub betrieben. Grabräuber, die wir sind. Spröde Quarzitscherben. Die nehmen wir mit. Oh Gott. Das Schwimmen ist echt gar nicht so einfach. So, die nehmen wir mit. Hier die Lampe. Sehr gut, die können wir gebrauchen. Seerosenwachs. Ja, die Pilze, die finden wir en masse. Gibt es hier noch irgendwas Cooles? Kaulquappenfleisch. Was ist denn das? Wasserspinnenbrocken.
Den nehmen wir definitiv auch mit. Seile können wir selber herstellen. Haben wir eigentlich in Massen? Wie viel Platz haben wir denn? Boah, was soll der Geiz, ne? Bin ich ein bisschen unfähig zum Schwimmen. Ja, gerade mal Seepferdchen abgeschlossen, ne? Da kann man jetzt nicht allzu viel erwarten. So, die Seile nehmen wir auch noch mit. Mal gut, dass wir Platz gemacht haben. Aber es war ja davon auszugehen, dass wir hier was finden, ne? So, wollen wir hiervon noch was mitnehmen oder sagen wir, das reicht uns? Wir nehmen noch die Algen mit. Gut, wie viel Platz? Das können wir alles mitnehmen. Passt. Ich glaube, der letzte... Doch, passt auch. Gut, jetzt können wir ins Labor gehen. Jetzt können wir erforschen. Was gibt es denn hier Schönes? So, die Lampe machen wir mal aus. So, die haben wir jetzt auf 3. Das Messer brauchen wir jetzt auch nicht, aber wir haben keinen Platz mehr im Rucksack. Na gut, dann müssen wir das Messer in der Hand behalten. Hier steht ein bisschen... Ich habe ein bisschen Wasser in den Schuhe, kann das sein? Okay, hier ist eine Akte, habe ich schon gesehen. Okay, Hamstest Tag 1. Wachstumsknoten aktiv, Biodome aktiv, Nitrierungssystem aktiv, Pilznetzwerk aktiv. Überraschenderweise. Die Ernte dauert typischerweise noch 90 Tage, aber anfängliche Tests zeigen, dass kleine Sprossen binnen einer Woche bereit sind. Wir pflanzen das noch weiter zu optimieren. Wir planen, das noch weiter zu optimieren. Aber natürlich ist eine gewisse strukturelle Integrität weiter notwendig, um sie dann auf Pumpelmusengröße hoch zu skalieren. Boah, ihr müsst mal einen Schluck trinken hier. So, das sieht aus wie ein Hebel. Den müssen wir drücken. Energieleitungssteuerung, Batteriestrom. ABC. ABC. Schalte alle Sicherungen an. Okay. Und mit was schießt denn der? Das ist jetzt aber nicht cool. Wir nehmen die Axt zur Hand. Das ist aktuell meine stärkste Waffe. Autsch. ARCR. Science. Oh, Tag 15. Keine Veränderung zu letzter Woche, aber ich glaube, wir sind hier etwas auf der Spur und ich habe eine Idee. Ich wachte heute Morgen schweißgebadet auf und dachte an diese frenetische Energie, die die Fitnesswerbung vor den Samstagmorgen-Cartoons der Kinder immer ausstrahlte. Diese glänzend, schwitzige, über Muskeln gespannte Haut, die irgendeine triviale Erfindung bewarb, während heißes Blut die Adern anschwellen ließ, aber so sehr ich mich darüber geärgert habe, diese Bewegung, diese Spannung, die fehlt. Unsere kleinen Kohle sollen keine Trauerklöße werden, sondern brauchen Training. Mit dieser Inspiration haben wir uns einer zugegebenermaßen gewagten Prozedur für Generation 2 zugewandt. Gefäßverschmelzung. Zum Zeitpunkt dieser Dokumentation haben wir bereits den hinderlichen Stamm aus dem Wachstumsprozess entfernt. Damit sind die Knospen jetzt auf ein neues System angewiesen. Ich habe Burke diese unnötige Arterie aus dem guten alten Blinddarm entfernen lassen und habe sie jetzt in die Kohlwurzeln eingefügt und mit Agrarkleber vereinigt. Die Nährstoffdarreichungssysteme von Mensch und Pflanze sind schließlich nicht so unterschiedlich, aber könnten sie derart kompatibel sein?
Der Typ, der spricht in Rätseln. Ich verstehe nichts. Nur Bahnhof. Wo ist das? Ach ja, eine Werkbank. Okay, die brauche ich nicht. Denke ich. Die ist versperrt. Okay. Das war schon da drin. Ach so, hier. Bett. So. Ah, das habe ich mir gedacht. Wir setzen uns hier einmal einen Spawnpunkt. Falls wir jetzt in zukünftigen Tätigkeiten hier unten drauf gehen, können wir nämlich gleich hier vorne wieder anfangen. So. Einmal ein bisschen Licht. Sicherung. Sicherungen sind also nicht hier. Das da? Wir schwimmen mal rüber. Status, kein Strom. Ah, Strom. Ja, da ist noch was Rotes. Hier irgendwo noch was in der Ecke. Nicht, dass ich jetzt so weit wegschwimme. Dann gehen wir hier nochmal runter. Oh, der ist hier drinnen, ne? Okay, bei denen muss ich durch eine Röhre. Haben wir hier noch einen, wo wir leichter hinkommen? Ja. Irgendwo hier, wo das scheuderliche Geräusch einer Unterwasserspinne war. Stirb. 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 Nochmal stirb, das wäre echt zu viel. Achso, ich kann ja gar nichts mitnehmen. Oh, ich habe Luft gekriegt. So, damit haben wir zwei aktiv. Und der da fehlt, ja? Ja. Das geht im Stein. Oh, die Höhle ist ja riesig. Komme ich hier lang? Hier und hoch und rechts. Und runter. So, den haben wir auch. Aber hier ist noch irgendwas. Benötigt Werkzeug höheren Rangs. Das ist ja frech. Was ist denn da drinne? Da muss man bei Gelegenheit nochmal gucken kommen. Zum... Oh Gott. Ah! Nett, nett. Das nehmen wir mit. So, wo bin ich hergekommen? Da nicht. Gott, oh Gott, das ist ja so ein bisschen wie so ein 3D-Simulator. Okay, und jetzt da wieder rein. Ist das der Eingang? Ja. Gut. Oh, wir haben keine Ausdauer mehr. Aber brauchen wir auch gar nicht. Wir sind ja schon wieder aufgetaucht. So, dreimal grün. Was mache ich jetzt mit dieser Information? Jetzt kann ich die Lampe auch nicht wegpacken. Also wir müssen hier mal kurz was entsorgen. Das geht nicht. Das stört mich. Die eine Alge kann weg. Ja, und hier kommt... Können wir hier unten eh nicht zubereiten. Schmeißen wir weg. Kann die Lampe nämlich weg. Und das Messer. So. 35 cm. Ich finde das geil, dass die Größenangaben hier in Zentimetern sind. Versperrt. Ist das draußen? Ja, da müssen wir nochmal zurück. Das ist ein anderer Weg. Das ist ein anderer Weg, dem wir da folgen müssen. Ah, schau mal einer an.
Ja, cool. Oh Gott. Na, Bewegungssensor. Sehr schön. Die ist versperrt. Da gehen wir gleich rein. Nur einmal durchgucken. Die ist versperrt und die ist auch versperrt, aber ich kann hier einen Knopf drücken. Ah, okay. Da kamen wir ja her. Dann kann ich hier bestimmt auch einen Knopf drücken. Ach, ich mag Knöpfe. Gut, aber was suche ich denn hier unten? Und was viel schlimmer ist... Oh. Fitness Generation 7 stabil. Die Gefäßsysteme haben, sich geradezu bemerkenswert entwickelt. Cool, Muskulaturverstärkung verläuft einfach großartig. Dass Generation 4 die Bewegungsrhythmen so gelernt hat, das müssen wir später mal lesen. Ne? Ich bin des Lesens heute nicht mächtig. Irgendwie wird das nix. Okay, das ist dieser Kohl. Oh, eine Kiste. Nehmen wir gern. Das ist also der Kohl. Helmut Kohl. Ja, ins Wasser möchte ich jetzt noch nicht, wenn es hier oben doch trocken und hell ist, ne? Dann gehen wir erstmal hier lang. Was können wir hier sehen? Oh, Diskette, zweimal Schokolade und den Computer mit dem Passwort. Oh Gott, wir müssen wieder ein Passwort finden. Hier ist auch Wasser. Gut, dann gehen wir hinten zuerst rein, gucken mal, was wir da finden. Alright, Shadows. What you got now? Okay, eine verschlossene Tür, ja. Eine großartige Entdeckung. Okay, dann laufen wir wieder zurück. Ich habe zwar nur diesen Kiesel durch, aber der muss reichen. Okay, hier drinnen können wir auch nichts drücken, ne? Nee. Da ist nur eine Kiste. Perfekt. Oh, ich mag ja Geschenke. Ich gehe mal davon aus, ich folge dieser Höhle. Von der ich auch nicht weiß, wie lang sie ist. Und deswegen... Oh, Ton. Können wir abbauen, da kommen wir durch, aber wir haben keine Schaufel. Eine Wasserspinne. Ja. Geh weg. Ja, jetzt hat er mich erwischt. So. Die haben wir. Ach gut, hier ist wieder Luft. Luft zum Atmen. Eine Akte. So, was noch viel wichtiger ist. Marmor. Die Tür ist zu. Da kommen wir also nicht durch. Ja. Passwort. Der Gute möchte ein Passwort. Dr. Applebaum has pronounced me in perfect health. For a man 20 years my senior, I must face the facts. The gray hairs, the wrinkles, they are not figments of the imagination. I can draw only one reasonable conclusion. Biodom-Terminal neu starten. Okay, Teichluca ist gecheckt. Biodome Zugangsrampe, check. Automatikmodus. What will I be other than a failed inventor and scientist with no discoveries to his name, unable even to teach the basics of physics? Ah, wir haben jetzt erstmal alle Türen aufgemacht. Das heißt, hier waren wir, hier sind wir runter. So, hinten im Wasser, da war verschlossen. Das heißt, jetzt müssen diese Tür... Ja, die ist jetzt auch auf. Was ist denn das? Bärenleder. Das brauche ich jetzt nicht. Wo kommen wir hier hin? Hä? Das ist doch der Zugang. Warte mal.
Ach, von hier sind wir doch gekommen. Nee, dann müssen wir hier hoch. Hallo. Oh, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Falsche Waffe. Was? Kann ich den dazu bringen, dass er seinen Freund abschießt? Ich wurde gegrillt. Das war eine schmerzhafte Erfahrung. Hi, da bin ich wieder. Ich möchte nicht behaupten, dass das ein bisschen unfair ist. Dass ich hier einfach wieder auftauche. Noch einer. Okay, wir haben 4 Stück. Okay, wir haben 3 Stück. Einer hängt im Wasserbecken. Oh, jetzt haben wir noch 2. Der da unten kann uns nichts. Komm hier, hier. Willst du prügeln? Ich zeig dir mal, wer hier eine echte Maschine ist. Ja, hast du dich mit der falschen Maschine angelegt? Science. Aber hier war doch auch noch einer. Ach, der ist jetzt so unten. Wartest du auf mich? Okay, ich bin gestärkt. Wir gehen rein. Oh Gott. Nee, ich kann hier nicht hacken. Das geht nicht. Ja, dann sperren wir ihn aus. Ist auch in Ordnung, ne? Schade um die Science-Punkte, aber was willst du machen? War ich hier schon drin? Hier sind auf jeden Fall Fußspuren. Nee, aber hier war ich noch nicht. Hier ist nämlich noch Schokolade. Und Verbände. Oh Gott. Ich kann nicht speichern. Na gut. Daran hätte ich nämlich auch denken sollen, dass die Gegner sind. Ja, da gibt es zumindest pure Wissenschaft, ne? So, was haben wir denn hier unten? Oh, eine Kiste. Man muss Prioritäten setzen. Okay, nochmal so ein Eintrag hier, so eine Akte. Da können wir nichts mitmachen. Okay, die nehmen wir, die lassen wir draußen. So, was können wir hier tun? Habe ich was zum Analysieren? Ja, Tatsache. Hat's nicht wirklich gebracht? Kleinen Moment. Hab nur ich das Geräusch gehört? Auch ohne. So, das ohne beim anderen habe ich nicht aufgepasst. Weil ich dachte, hier ist irgendwas. Also an die Science komme ich jetzt nicht ran. Hier haben wir eine Tür nach unten und wir haben ein Rundell nach oben. Oh. Das ist doch hier der Muskelspross. Ja, mein Inventar ist voll. Wie?
Mehr kann ich nicht mitnehmen? 5 Stück passen in einen Slot. Und pass auf, dann lassen wir den Wasserfloh noch zum Analysieren. Die 3 schmeißen wir auch weg. Was kriegen wir noch mit Leichtigkeit? Ja, reicht erstmal so. Ich glaube, alle können wir trotzdem nicht mitnehmen. Oh doch, hat gereicht. Gut, jetzt können wir noch da hoch. Was haben wir denn hier? Verbindungsfehler, Neustart nötig. Und ein Superchip. Und eine Kassette. Oh, wie cool ist das denn? Oh, die Musik ist weg. Nee. Warte mal, hier ist der Baum, ne? Der müsste doch hier schon ungefähr... Nee, warte mal. Wo ist denn unser Lager? Hier vorne, ne? Eins von denen hier. Okay, hier kommen wir nicht rein. Raus. So, da haben wir jetzt einen Neustart gemacht. Jetzt müssen wir hier, haben wir noch nicht geguckt. Hier geht es runter. Hier haben wir nochmal ein Wasserbecken und Science. Marmorscherben. So. Erstmal warm machen. Kniebeuge. So. Und rein. Ins nasse Vergnügen. So, das hier ist die Technik. Ah, ich bin wieder draußen. Oh, Koi. Oh, cool. Das habe ich auch noch nicht gesehen. War ich da drinne? Da war ich nicht drin, oder? Nee, da ist ja noch ein roter Knopf. Und da ist ein Koi. Komme ich hier rein? Oh, nein, lass auf. Das muss ich mir ansehen. Ist alles geflutet. Oh, hier komme ich gar nicht rein, ne? Hier fehlt mir eine Chipkarte oder sowas. Okay, die Chipkarte haben wir aktuell nicht. Da muss ich nochmal gucken, wo wir die kriegen. Vielleicht, wir hatten ja diese eine Blase da, die wir nicht aufmachen konnten, weil ich mit so einem 0815 Kiesel durch hier reingekommen bin. Und gegebenenfalls, wir brauchen ja eine stärkere Waffe, um das zu zerschneiden. Möglicherweise hätten wir ja mit einem stärkeren Dolch das zerschneiden können und dann eine Karte gekriegt. Oder ich habe hier irgendwo was übersehen. So, und falls nicht, wir haben ja noch die Möglichkeit, da ist ja eine Werkbank, ne? Wir werden doch den ein oder anderen Krabimsel hier dabei haben, dass wir uns was Starkes machen können. Ne, hier war es nicht. Wo ist denn mein Bett? Nein. Okay. 3 von 4 Türen waren es nicht. Dann kann es ja nur die hier sein. Ah. So, wenn ich jetzt eine stärkere Waffe haben möchte. Ich könnte noch einen Spinnenfang durch. Aber ich habe weder den Spinnenfang noch das Spinnengift.
Wäre aber in Stufe 2 durch. Unter Wasser. Hat unter Wasser noch Knochen durch. Da würde mir jetzt ein Knochen fehlen und... Mir würde nur ein Knochen fehlen. Wo sind wir denn hergekommen? Doch. Wir sind doch von... Ja. Each member of the Tolly family, excepting yours truly, looks at Brussels sprouts, the great cabbage of Belgium, with utter disdain. Das war jetzt auch nur wieder eine Kassette. A high-powered nutrient boost in a miniature. Okay, wir gehen nochmal runter. Warte, wir brauchen nur einen Knochen, richtig? So, hier ist keiner. Dann springen wir nochmal raus. Wir machen uns jetzt den Knochen durch. Hier entlang. Ah, hier haben wir doch schon einen Knochen. Ah, wir haben ja keine Schaufel. Gut, dann müssen wir uns einmal die Schaufel holen. Dann holen wir uns ein Dolch. Und dann zerschnibbeln wir die Karte. Die Fasern und hoffen, dass da die Karte ist. So. Jetzt muss ich selber erstmal überlegen. Oh, lange Meter zum Schwimmen hier. Und die Kiste. Ich will diese Kiste haben. Schon ein bisschen ärgerlich, dass ich mir die Zähne nicht mit der Hand ausbuddeln kann, ne? Aber der Blasenhelm, der ist ja genial. Also wir können ja so lange die Luft anhalten. Ich glaube, die Blase bräuchte ich eigentlich gar nicht. So. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Den nehmen wir auch noch mit. Und zwei. So, den haben wir. Den können wir jetzt auftauchen. So, das haben wir schon mal geschafft. Also wir haben das Teichlabor gefunden. Wir sind unten ein bisschen durchgelaufen. Wir haben ein paar Sachen gefunden. Aber wir wollen uns zumindest noch mal so ein Dolch gönnen. Jetzt haben wir hier auch eine volle Kiste, ne? Also wir können ja nicht mal Sachen groß aussortieren. Nee, Leute, da brauchen wir erstmal eine Kiste, dass wir hier ein bisschen was einsortieren können, bevor wir es unterwegs verlieren. Dann müssen wir uns einen Knochen durchmachen und demnächst nochmal runtertauchen. Aber ich würde auch gerne die Basis weiter erweitern. Immer so Teil Basis, Teil Abenteuer. Wobei Baumaßnahmen können auch ein ganz schönes Abenteuer sein. Mit dem Bauamt und... Die ganzen Vorschriften, die es zu beachten gibt und ja. Gut, ich hoffe auf jeden Fall, diese Folge hat euch gefallen. Beim nächsten Mal gucken wir weiter. Ich hole jetzt nochmal gleich eine Kiste. Wir sortieren dann einmal aus schnell. Und dann gehen wir nochmal runter mit dem Knochen durch und gucken mal, ob das die Karte ist. Das machen wir nächstes Mal. So, nächstes Mal gehen wir nochmal runter. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich würde mich freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. We'll be right back.